Eine typische Fahrsituation in der dunklen Jahreszeit. Viele Menschen fühlen sich beim Autofahren unsicher oder gestresst, vor allem bei schlechten Licht- und Sichtverhältnissen wie im Dunkeln, bei Regen oder Nebel. Also gerade im Dunkeln finde ich mich doch sehr geblendet von LED- und Halogenscheinwerfern. Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr wird. Dann blendet mich noch ein Auto, was vielleicht ganz starke Lampen hat, dann fühle ich mich sehr unsicher. Das bestätigt auch eine Untersuchung von September 2015. 79% der befragten Autofahrer fühlen sich durch entgegenkommende Frontscheinwerfer geblendet, 76% stärker oder genauso stark von LED- oder Xenon-Scheinwerfern als durch herkömmliche Halogenscheinwerfer. Da die Anzahl dieser Scheinwerfer tendenziell zunimmt, wird voraussichtlich auch die Anzahl derer, die sich häufig geblendet fühlen, in Zukunft weiter zunehmen. Abhilfe könnte eine neuartige Autofahrerbrille schaffen. Laut Hersteller soll sie das Blendungsempfinden gegenüber LED- und Xenon-Scheinwerfern reduzieren, das Sehen bei schlechten Lichtverhältnissen angenehmer machen und die typischen Blickwechsel beim Autofahren optimieren. Insgesamt soll die Brille den Fahrer unterstützen, sich beim Autofahren sicherer zu fühlen. Die Autofahrerbrille eignet sich für jeden, der aktiv im Straßenverkehr teilnimmt. Das ist zum Beispiel in Deutschland sind das 60 Millionen Autofahrer ungefähr. Den Unterschied zu einer herkömmlichen Brille macht diese eigens entwickelte Beschichtung der Gläser. Anders als bisherige Spezialbrillen fürs Autofahren eignet sich die DriveSafe-Brille auch für den Alltag. Durch die spezielle Beschichtung auf dem Brillengläser können wir den kurzwelligen Anteil des Lichts reduzieren, der hauptsächlich für die Blendung verantwortlich ist. Dadurch entsteht ein stressfreieres, angenehmeres Sehen. Rund 2 Jahre haben Experten von Zeiss in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Instituten und externen Partnern die neuartigen Brillengläser entwickelt. Hier wird speziell das Blickverhalten im Auto und beim Fahren untersucht, da dies einen großen Einfluss auf das Fahrverhalten hat. Über 50 Mal pro Sekunde haben wir bis zu 150 Merkmale aufgenommen. Wenn man das hochrechnet, sind das fast 10.000 Merkmale pro Sekunde, die wir aufgenommen haben. Aus dieser riesigen Datenmenge, die sich dann aufsummiert über alle Versuche, Versuchspersonen auf ein halbes Terabyte, haben wir Erkenntnisse gewonnen, wie das Blickverhalten, wie das physiologische Verhalten des Autofahrers ist. Eine Entwicklung, die auch auf der OPTI 2016, der Internationalen Messe für Optik und Design, diese Woche in München vorgestellt wird. Außerdem ist die Autofahrerbrille schon jetzt bei ausgewählten Augenoptikern erhältlich.